Heute bauen wir ein Auto in einer Minute, 5 Minuten und 10 Minuten. Wir werden gegeneinander antreten mit allen Autos und schauen, wer der Beste ist. Der Gewinner bekommt 3000 Euro. Deswegen schau bis zum Ende, denn du willst das nicht verpassen. Leute, was geht ab und zwar wieder zurück mit Trailmakers zusammen mit Bro? Hallo! Ey, Brox, du meintest ja, dass du ein alter Trailmakers-Profi bist, hä? Ja, ja, ich bin OG auf jeden Fall. Bro, du hast die Rechnung ohne mich gemacht, Leute. Und zwar, wir sind hier wieder bei der Battlebot-Arena. Und wir werden jetzt Battlebots gegeneinander bauen, Brox. Aber ohne Waffen. Was? Also mit so Hammer und sowas, oder genau, was? Genau, mit so Hammer, Säge oder sonst was, Leute. Also man darf nur mechanische Teile verwenden und keine Waffen, die es schon gibt. Alter, okay, ja gut. Wenn du willst, dass ich fertig mache. Warte ab. Wir bauen eine Minute Battlebot, 5 Minuten Battlebot und ein 10 Minuten Battlebot. Okay. Bro, gut. Du bist hier auf deiner Seite. Ja? Denk dran, Waffen sind nicht erlaubt, aber wer am Ende die gewinnt und die anderen Battlebots zerstört, Leute, bekommt wie immer 3000 Euro. Ja! Deswegen, warte, mach dich bereit, stell dich auf. Ich stehe. Du dürfst mal den ersten Block dir hinsetzen. Den ersten Block dürfst du dir hinsetzen, ja, so. Ja, gut, okay, hab ich gemacht, ja. So, Leute, ich mach jetzt die Stoppuhr an. Okay, Bro, erster Block ist hingesetzt, Leute. Ja. Let's go, okay, eine Minute. Okay, let's go. Ey, Bro, ich bin echt gespannt. Ich hoffe, bei einer Minute Digga, ich eigentlich mach, oh Gott, nur, dass der überhaupt fährt erstmal. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Und dass der irgendwie deinen kaputt macht, Leute. Darauf achte ich nämlich. Und ich habe auch eine Idee, wie ich deinen kaputt machen werde. Abwarten. Ich werde hier richtig jetzt Noch Lenkung einbauen. So, Bro, wir haben nur noch 30 Sekunden gleich, ne? Ja, ich weiß. Boah, Leute, das ist eine gute Taktik. Das ist eine richtig gute Taktik. Sag ich ehrlich, weil das ist sehr, sehr mächtig. Oh, okay, nein. Nein, ist nicht so gut jetzt hier. Warum sind die so groß? Bro. Okay. Nein, schnell. Oh nein. Gott. 20 Sekunden noch. Leute, das sieht gut aus. Wo sind die Waffen? Du darfst keine Waffen verwenden, hallo. Okay, ja, wo sind keine die Waffen, Hammer, ne? Und sowas? Tja, die Hammer und so, die musst du selber bauen, Bro. Oh nein. Oh mein Gott, Leute. Okay, Bro, ich glaube, vorbei. Na gut, okay. Direkt stopp. Okay. Oh, ey, bei mir war richtig knapp gewesen. Ja? Ich hatte nämlich fast keinen Motor eingebaut. Okay, mein Auto fährt leider ein bisschen doof. Oh, mein Auto ist so schlecht. Mein Auto ist so schlecht, Leute. Das Ding ist, ich habe die Lenkscharniere nicht so optimal gemacht. Aber mal gucken, Digga. Okay, also ich habe jetzt schon mal mein 1-Minuten-Ding. Das Ding ist, Leute, ich habe mir so gedacht, ich baller ihn damit so weg. Speichern die ab. Also du machst jetzt speichern. Ich sag dir ehrlich, ich war mit dem ersten Auto jetzt nicht so zufrieden gewesen. Nee, ich auch nicht. Deswegen, ich habe auch die Lenkscharniere nicht so gut hinbekommen. Aber trotzdem kannst du lenken. Okay, Leute. Boah, was ist das denn hier, Leute? Ein Krähennest gibt's, okay? So, Brox, weiter geht's mit dem 5-Minuten-Auto. Mhm. Die Zeit startet jetzt. Okay, oh mein Gott. Zack, los geht's. Ich sag dir, du wirst jetzt richtig fertig gemacht von dem Auto, ne? Was ich hatte schon ein gutes Konzept gehabt. Und dieses Konzept werde ich jetzt weiter ausbauen. Ja, ich sag dir was. Mein Auto, das wird nämlich der Brox-Spießer genannt. Oha. Ja, okay, Digga. Leute, ich habe nämlich eine Idee, die ich machen will. So, wie wir Brox sein Auto absolut zerstören könnten. Ich sag dir, mein Auto, Digga, das würde ich so auseinandernehmen. Das glaube ich nicht. So. Ich habe schon mal das Grundgerüst gebaut. Und ja, jetzt gibt es hier nämlich so eine mechanischen Teile, Leute. Und zwar, das sind, boah, ich weiß nicht, welche das waren. Mm. Ich gebe dir einen kleinen Tipp vielleicht, Brox. Ich gebe dir jetzt einen kleinen Tipp, wenn du ganz genau zuhörst. Aha, okay. So, warte mal, ich glaube, das war ganz... Oh nee, das ist zu fett, das Ding. Das ist zu fett, leider. Leute, ich glaube, das waren die Dinger hier gewesen, die Kolben. Aha. Und wenn wir nämlich die Kolben, ich teste das mal aus, Leute, die könnten wir jetzt nämlich, pass auf, Digga, ich sag dir, du wirst es gleich zerstört. Oh Gott. Hat dein Auto überhaupt eine Funktion? Ja, Digga, pass auf, ich sag's dir. So, Geschwindigkeit, Leute, auf volle Granate. Ich muss das nur irgendwie gucken, wie kann ich denn einen Block bereit machen? Leute, wie geil ist das denn? Und da vorne, oh mein Gott. Oh, Brox, du bist dort. Digga, ich sag dir jetzt schon, du hast Probleme. Warte ab, Digga. Du wirst sehen, wie ich mit meinem Auto dich auseinandernehmen werde. Und zwar, wo war das hier vorne? Soll ich dir sagen, wie ich meins nenne? Wie denn? Den Boxer. Oha. Ich nenne meinen wirklich den Boxer. So, Leute, ich glaube, das wird richtig geil. Da wirst du auch keine Chance haben, sondern wir das hier. Ich suche gerade noch genau das Richtige, was ich brauche. Ich glaube, ich habe es auf jeden Fall auch gleich gefunden. Oh mein Gott. Was denn? Oh mein Gott. Okay, warte mal. Oha. Okay, ich habe jetzt eine Idee, Digga. Sag mal, was du rangebaut hast. Komm, sag mal. Oh.
Hä? Ja, Digga, es ist so ein... Man kann es so ein bisschen spießerig nennen. Guck mal, wo war es jetzt? War das hier? Das war hier. So. Wie, du hast einen Spieß an deinen... Bist du ja. Dönerladen oder was? Ja, ich sag's dir, wie es ist. Du, noch lachst du jetzt gerade. So, kurz kopieren jetzt hier oh das Ding. Oh mein Gott, okay. Leute, wie stark ist das? Da ist das schon mal richtig wichtig, was ich jetzt gemacht nein, habe. Nein, nein, sag dir ehrlich, dass ich gebaut habe. Dein Auto ist vorbei. Bei Bro, dir ist ich sag vorbei. Dir, dein ich, Auto ist vorbei. Nein, nein, ich sag ehrlich jetzt, dein Auto, dein Auto kann nichts machen. Ja, okay, wenn du sagst, ne? Ich mach jetzt hier nochmal ein bisschen Schutz hier beim Auto rauf, ne? Schutzschild. Schutz. Okay, Schutzschild, Leute, er baut Schutzschilde ran. So, das ist hier. Zack, muss halt immer wieder kopieren, das Ding, ne? Boah, ich bin so zufrieden mit der Karre, Leute. Wie cool ist das, bitte? Ich muss aber andere Reifen nehmen, weil so. Ich sag dir ehrlich, das waren zu schlechte Reifen. Ich hoffe, dein Auto ist nicht zu klein, nicht, dass ich daneben haue. Haha, das denkst du jetzt? Abwarten, abwarten. Guck mal, das Ding ist, Freunde, ich habe da vorne jetzt noch nicht mal alles gebaut. Das, was ich jetzt dran baue, das ist so. Quasi... Oh nein, ich habe eine Idee. Ich habe eine absolute Idee. Bro, ich baue das hier ran. Bro, okay, ich habe jetzt, pass auf. Digga, ich baue nämlich die Ankerbolzen ran. Ja, mach doch ruhig, Digga. Mach weißt doch du, ruhig. Was die Ankerbolzen sind? Nee, ne? Ja, ich weiß gerade nicht genau. Ich bin gerade nicht sicher. So, jetzt habe ich hier schon mal das. So, oh mein Gott. Okay, jetzt muss ich das halt irgendwie nur schaffen. Warte mal. Ich brauche jetzt hier so eine kleine Schutzdinger, ne? Die kommen dann... Oh, die nehme ich. Die nehme ich. Ich sag dir jetzt schon, eins ist vorbei. Dein Auto ist Geschichte. Ja, das denkst du gerade, ne? Das denkst du gerade. Bro, oh mein Gott, wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir haben nicht mehr viel Zeit, ne? Wie lang? Wir haben noch 20 Sekunden Zeit. Was? Ja. Oder okay, ich Schnell noch ranbringen. Ich auch gerade. Ich schaff's zwar nicht alle, aber ist egal, wenn wir nicht alle schaffen, es sollte aber trotzdem ausreichen. Oh mein Gott. Bro, und es ist noch ein vorbei. Okay. Ja, gut. Oh mein Gott, Leute. Ich bin so zufrieden mit meinem Auto. So, dann habe ich hier Auto 5 Minuten. Boom. Alter, mein Auto ist so stark. Mein Auto ist so stark. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie dein Auto sein wird, ne? So. Ey, Leute. Das wird Brox gar nicht gefallen mit meinem Auto. Nee, oh das mein wird Gott. Gar nicht gefallen. Mein Auto ist sehr, sehr wild. Okay, jetzt kommt die Königsdisziplin. Das 10-Minuten-Auto. Okay, Digga, okay. Das 10-Minuten-Auto, warte, mach deine erste Dings wieder hin, deinen Sitz hin. Mein machen. Erster Block, ja, natürlich. Dein erster Block ist dran. Und Leute, das 10-Minuten-Auto ist durch und ich werde mich diesmal aber muten. Ich auch, Digga. Diesmal kommen Geheimtaktiken diesmal. Bis gleich, ciao. Digga. Ciao, ciao. Alles klar, Freunde. Jetzt wird es auf jeden Fall mega, mega wild, was ich jetzt hier machen werde. Und zwar, cool jetzt hier, dass ich jetzt irgendwie so das krasseste Auto vom allen baue. Und zwar muss ich jetzt gucken, dass ich jetzt so richtig dicke Blöcke hinbaue, Freunde. Das heißt, hier, guck mal, erstmal... Das schön, diese richtig dicken Blöcke hinmachen. So, zack, zack. Und zack, zack, zack. So, das ist erstmal schon so ein bisschen so eine kleine Grundbasis haben. Dann mache ich aber das ganze Ding nochmal eine Schippe heftiger. Das heißt, wir machen einfach die ganzen Blöcke. Kopieren wir jetzt hier richtig dick alle ran. Das heißt so, zack, zack, zack. Zack, zack. Und zack, zack. So, das heißt, hier haben wir jetzt schon mal alle Blöcke richtig dick am Start. Das heißt, unser Auto sieht auf jeden Fall schon mal relativ heftig aus. Ich guck mal, dass ich jetzt mal ein bisschen hier alle ganz kurz hier kopiere. Das heißt, hier kurz die nehme und dann so, kopiere. Weil ich glaube, je heftiger unser Auto auf jeden Fall ist so von dieser Masse, desto schwieriger ist es natürlich für Philipp, uns halt irgendwie zu holen, ne? Das heißt, hier haben wir jetzt schon mal das Auto richtig dick gemacht. Uns fehlen natürlich ganz viele Motoren. Das heißt, die müssen wir erstmal jetzt hier schön bei Antrieb reinbauen. Freunde, die kommen erstmal jetzt schön hier ran. Das heißt, hier zack, der Motor. Ein paar Mal. Jetzt hier die 4 Stück. Die muss ich jetzt auf jeden Fall noch einmal ganz kurz kopieren. Beziehungsweise erstmal den Motor wieder reinbauen. Dann wieder zack, 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 zack. Okay. Oh, einer war zu viel. So, also Motor stehen jetzt wieder, hoffentlich auf jeden Fall. Ich kann es mal ganz kurz gucken, diese Lenkscharniere, die brauchen wir auf jeden Fall auch jetzt diesmal wieder. Das heißt, hier müssen jetzt erstmal richtige absolute Stöße. Okay, ich glaube, das Ding könnte ein gutes Lenkscharnier sein. Das heißt, hier, das kommt erstmal hier auf den zweiten hin, dann hier auf der Seite genauso. Und dann brauchen wir natürlich halt unten jetzt gleich keine. Ich kann aber jetzt mal ganz kurz gucken, Drehservo, Kolben. Okay, also pass auf, Leute, das wird jetzt richtig heftig. Jetzt können wir erstmal hier schön dicke Räder ranbauen, und zwar Monster-Truck-Räder. So, Monster-Truck-Räder sind rangebaut, Leute. Eieiei. Okay, jetzt müssen wir kurz gucken, dass wir jetzt hier auch nochmal die Rohre, die müssen jetzt auf jeden Fall auch nochmal ganz kurz hier genauso ransetzen wie eben. Okay, das ist, glaube ich, das Rohr brauchen wir diesmal. Das heißt, wenn wir jetzt hier so ein Rohr und ich glaube, wir sind auf derselben Höhe dran. Das heißt, hier, guck mal, kommt das schön hier hin, auf der Seite genauso. Und dann die Räder, zack, die Monster Truck Räder nochmal, zack, genauso, Freunde. So, Monster Truck Räder sind rangebaut. Mal ganz kurz gucken, ob das Auto schon mal fahren könnte. Und das Auto
Okay, es kann leider nicht lenken. Okay, es kann nicht lenken. Das ist halb so wild, Freunde. Das heißt hier, da müssen wir erstmal nochmal uns ransetzen. Und ich glaube, diese Teile sind nicht fürs Lenken dann gemacht. Das heißt hier, die kommen erstmal weg. So, die Teile kommen weg. Und dann müssen wir auf jeden Fall andere Scharniere, glaube ich, ranmachen. Das heißt hier, gehen wir auf Mechanik. Und dann machen wir, glaube ich, jetzt mal hier ein normales Lenkscharnier ran, Freunde. Aber das heißt, wir müssen erstmal kurz nochmal das Rohr, glaube ich, ranmachen, glaube ich. Das heißt hier, guck mal. Kommt jetzt, glaube ich, vorne erstmal dieses Rohr, was wir hier haben. Kommt jetzt hier erstmal ran. Das müssen wir erstmal ganz kurz wieder... So, pass auf, hier so ans zweite Ding ranmachen. So, und dann müssen wir auf jeden Fall dieses Lenkscharnier kurz nochmal daran befestigen. So, okay, und jetzt können wir uns wieder ranmachen. So, das Ganze auf der anderen Seite, kurz mal hier kurz kopieren, Leute. So, kopieren. Hier kommt das Ganze jetzt wieder weg. Das heißt, hier das Ding nehmen wir kurz wieder mit. Drehen wir einmal ganz kurz in die Richtung. Und dann kommt das Ganze auch hier ran. Ich glaube, ist die... Nee, okay, dann müssen wir einfach noch den Reifen ganz kurz drehen. Kein Problem, Leute, der Reifen ist jetzt gedreht wieder. So, und ich glaube, jetzt... Okay, es fehlt hier noch ein Lenkscharnier, sehe ich gerade. Das heißt, das da kommt auf jeden Fall ganz kurz hier wieder ran, Freunde. So, hier kurz drehen das Ding. So, und dann ran hier. Und jetzt nochmal ganz kurz gucken. Ich muss nochmal ganz kurz einen besseren Motor ranbauen. Das heißt, hier gehe ich mal auf Antrieb und baue jetzt mal ganz kurz jetzt hier so einen richtig dicken Raw-Motor hin, Leute. Das heißt, hier, guck mal, kommt jetzt ein richtig dicker Motor ran. Der, glaube ich... richtig fett sein wird. Das heißt, hier, guck mal, jetzt haben wir so einen dicken Motor. Und ich glaube, jetzt fährt das Auto schon mal... Ja. Schon mal ein bisschen besser, Freunde. Also jetzt kannst du auf jeden Fall gut lenken. Und jetzt wird es Zeit, das Auto ein bisschen krass zu schützen. Wir haben noch wie viele Minuten? Wir haben noch, ich gucke mal ganz kurz jetzt hier, noch 5 Minuten, Freunde. Das heißt, hier muss ich auf jeden Fall jetzt ein bisschen Gas geben. Ich gucke jetzt mir nochmal mit Dingens, mit Röhren. Da war ich auf jeden Fall, glaube ich, gerade nichts. Aber ich könnte jetzt hier so Winkelstücke ranmachen, Freunde. Das ist unser Auto auf jeden Fall. Oder jetzt hier so pieksige Röhren, glaube ich. Ne? Oh mein Gott. Okay, warte mal. Das könnte vielleicht was Gutes sein, Freunde. Das heißt, hier, guck mal. Haben wir jetzt hier diese Rohre oder Röhre am Start. Guck mal, jetzt mache ich, pass auf, jetzt habe ich die Idee, Freunde. So, das heißt, hier drehe ich mal ganz kurz das Ding so. Pass auf, Leute. Jetzt wird es nämlich... Oh Gott, kann ich das auch in die Mitte machen? Ja, in die Mitte. Oh mein... Oder? Nee, es ist nicht in der Mitte. Aber halb so wild, Freunde. Ich würde mal sagen, ich mache jetzt mal ganz kurz hier das Ding weg und mache jetzt hier ganz, ganz viele Rohre erstmal ran jetzt hier. Das heißt hier erstmal zack, 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 zack. Alle Rohre ran. Dann kurz kopieren. Dann nach unten einmal alle Röhre und dann nach oben ganz kurz hier wieder. So, alle Röhre. So. Okay, jetzt haben wir erstmal richtig dick hier aus am Start. Und dann kommen jetzt hier schön diese kleinen Pixelteile, Freunde. Und die werden auf jeden Fall gleich Stani richtig auseinandernehmen. Das heißt, hier kommen hier zack, zack, zack. Dann nach oben. Zack, zack. Und dann hier. Zack, zack. Und dann nach unten. Beziehungsweise hier so. Zack. Und zack, Freunde. Eieieiei. Können wir gucken, ob das Ding immer noch fahren kann. Es kann immer noch fahren, Freunde. Auch wenn jetzt, glaube ich, ich glaube, wir brauchen jetzt noch ein bisschen mehr Power. Das bedeutet, wir müssen jetzt hier ein bisschen mehr Power ranmachen. Das ist kein Problem. Das heißt, hier machen wir ganz kurz mal 2 Blöcke weg. Und dann kommt direkt nochmal so ein Raw-Motor, Leute. Wir kommen nochmal direkt hier hinten rein. Das heißt, hier müssen wir kurz das irgendwie reinbekommen. Ah, das geht gar nicht, ne? Okay, wir brauchen noch ein bisschen mehr Platz anscheinend. Das heißt, hier, guck mal, hier machen wir ganz kurz eine andere Fläche ran. Und zwar hier kommt der Rahmen rein. Ah, ne, der ist zu fett. Dann kommt der Rahmen rein, Freunde. So, den drehen wir mal ganz kurz. So, und dann kann da jetzt auch auf ganz entspannt der Raw-Motor drin verbleiben. So. Okay, Freunde. Dann kommen hier auf jeden Fall nochmal ganz kurz ein paar Boost-Teile rein, Leute. Hier ist das hier, guck mal. Das kommt weg. Und dann machen wir nochmal hier schön diese Mini-Schubdüsen, glaube ich. So, hier, guck mal. Zack. Die kommen dann hier ordentlich rein. Hier auf der Seite genauso. Jetzt haben wir auf jeden Fall, glaube ich, richtige Mini-Schubdüsen. Vorne diese Piekse-Teile. Und da muss ich mal gucken, dass ich vielleicht auch am besten von hinten oder ich gucke jetzt mal, ich überlege jetzt mal, kann ich vielleicht sogar, warte mal, ich könnte mal was ausprobieren und zwar jetzt hier, kurz mal, pass auf, ich nehme jetzt mal ganz kurz wieder alle Teile und kopiere die jetzt hier, nimm die, dreh die und pack die jetzt alle, oh jetzt hat er den Reifen kopiert, nicht so schlimm, pack die jetzt alle hier ran, geht das, wenn ich die jetzt hier ran mache, Leute? So, das heißt hier kurz mal ganz kurz. So, wir müssen, glaube ich, noch ein bisschen näher rangehen. Ah, es geht, glaube ich, gar nicht wegen dem Reifen, ne? Ich muss ganz kurz mal den Reifen hier wegmachen, Leute. So, jetzt wird das Ding hier wieder kurz kopiert. So, alle sind kopiert und dann können wir... Oh mein Gott, wir können die halt wirklich da ranmachen, Freunde. Das heißt hier auf der Seite und dann nochmal ganz kurz kopieren, um auf die Seite zu gehen, Leute. So, hinten und dann... Ja, Mann. Alter, Alter. Yo! Okay, warte. Hier sind noch nicht alle leider befestigt. Das ist, müssen wir einmal ganz kurz, pass auf, da müssen wir einmal hier, okay, jetzt haben wir den Reifen. Warte, da müssen wir nochmal kurz zurückgehen jetzt hier. So, alle Blöcke hinten dran und jetzt können wir auf jeden Fall hier wieder diese Teile alle hinten ran machen, Freunde. Und dann ist dieses Fahrzeug, guckt euch das mal an, fährt das jetzt immer noch? Okay, es fährt immer noch krass. Es ist halt ein richtig heftiges Peaks-Fahrzeug, Leute. Und ich glaube, man kann sogar boosten.
Aber ich weiß gerade nicht mehr. Ah doch, ich glaube. Oh mein Gott. Okay. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen. Also es sieht auf jeden Fall jetzt gerade richtig krass aus. Ich guck mal, ob ich das noch heftiger machen kann. Vielleicht mit noch ein paar mehr Motoren drauf, dass wir noch ein bisschen schneller sind, Leute. Das heißt hier, guck mal. Gehen wir ganz kurz auf Antrieb und dann gucke ich mal, ob ich hier noch ein paar krasse Motoren dann drauf machen kann. Das heißt hier vielleicht noch ein paar Bulldog-Motoren. Die kommen dann erstmal hier rauf. Zack, zack. Okay. Dann hier vorne. Den kopieren wir nochmal ganz kurz. Dann kommt hier einer ran und dann der Rest mit diesen ganzen Bulldog-Motoren, glaube ich, hier vorne mal ganz kurz hier, zack, zack. Dann die drei werden nochmal ganz kurz hier kopiert. Die kommen dann nochmal hier vorne ran, Leute. Und dann kommen nochmal die anderen Sachen, kommen hier mit den Bulldog-Motoren hier, zack, zack, dann zack, zack. Und dann, okay, der Timer ist um. Oh mein Gott, der Timer ist gleich um. Oh, der Timer ist sogar um, ich habe es gesehen. So. Oh mein Gott. Der Timer ist wirklich um, Bro, ich habe es gesehen. Ja, ja. Oh, ich bin aber zufrieden, ich sag dir ehrlich. Ich bin auch sehr zufrieden. Sehr, sehr zufrieden, muss ich sagen. Ich wollte jetzt noch was Besseres bauen, aber ich hab's sein lassen. Also, okay, Zeit ist eh vorbei. Ich speichere das Ganze jetzt mal ganz kurz hier. Guck mal, jetzt so. Ey, zum Glück habe ich gerade alles gelöscht noch, ne? Alter, Auto-Szenen. Leute, das war so knapp. So. Das war richtig knapp, weil ich hatte was gebaut, was nicht gefahren ist danach. Echt noch nicht? Ja, ja. Oh, mach dein Auto weg, ich will's nicht sehen, ich will's nicht sehen. Ja, okay, warte, ich mach's weg. So, kurz so, Brox. So. Okay, ich fange an, ich zeig dir mein erstes Auto, dann das erste 1-Minute-Auto. Okay. Und das wird direkt gegeneinander antreten, ja? Okay, ja, ich bin gespannt. Zeig mal dann. Okay. Boom. Ja, ja, doch. Okay, mit so einem Stab. Bro, es ist halt absolut langsam. Bro, das Ding ist. Okay, warte, ich zeig dir mal ganz kurz mein 1-Minute-Auto. Das Ding ist, es ist halt auch nicht besser. Bro, wie willst du mich kaputt machen? Wie willst du mich denn kaputt machen mit der Minischüssel? Ja, das Ding ist, das Problem, ich war halt noch ein bisschen so raus, aber das Ding ist, die anderen Autos sind heftiger. Also das Ding... Naja, okay. So, stell dich in die Arena. Wir spawnen das Auto oben auf der Arena. Okay, und dann okay. Werden wir einfach gegeneinander kämpfen und gucken, wer gewinnt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. So, ich gehe jetzt hier, zack. Ich bin jetzt hier oben auf der Arena drauf. Bei mir startet direkt vielleicht. Hier, start, so. Gehen in die Arena rein. 1-Minute-Auto, let's go. Okay, los geht's, Leute. Geil. Attacke! Leute, mein Auto kann auch richtig gut fahren. Attacke von der Seite! Boah, du hast so richtig... Nein! Nein, ich seh dich nicht. Ich krieg dich! Mit meinem Hauer, mit meinem Brox-Aufspießer. Boom, nein! Ja, das war's gewesen, Brox. Was? Ja, gut, das Ding ist, mein Auto war echt schlecht. Aber, Bro, ich hab dich auch bis kaputt gemacht vorne. Ja, guck mal, du hast sogar meine Dings da, mein Seil da vorne kaputt gehauen, mein Stoßzahn. Ja, ja. Aber... Dein Auto ist mehr kaputt gegangen. Ja, da hast du recht. Also es ist komplett kaputt gegangen. Aber es war beide schlecht, muss man sagen. Ja, sagt ja, es war auch nur das 1-Minute-Auto, ne? Also das, okay. Die anderen werden heftiger. Jetzt halte ich fest. Jetzt kommt mein 5-Minuten-Auto mit Special-Funktion. Dann zeig mal dein 5-Minuten-Auto. Siehst du mein 5-Minuten-Auto? Okay, es... Boom! Oh, was? Boom. Oha! Was ist denn das für eine Funktion? Boom! Das ist die Brox-Katapult-Funktion. Was? Okay, mit okay. Mit Spitzen vorne dran. Guck es dir an, Bro. Okay, was warte, da passiert mit deinem Auto? Ich komme jetzt mit meinem 5-Minuten-Auto. Oha. Hä, ja. Diese Spitzen, das ist... Alter, das ist auch voll gut. Das könnte auch auf jeden Fall was wenn haben. Du damit voll reinfährst und so, das sieht schon ziemlich gefährlich aus. Das könnte echt gefährlich sein, muss ich ehrlich mal sagen. Aber gut, ich habe eine Special-Funktion drin. Ja, das, du hast halt dieses, das ist halt schon krass. Also, das so... Nutzen kannst du als Katapultmäßig, ist schon heftig, muss ich sagen. Und das ist gerade mein 5-Minuten-Auto. So, warte mal, Leute, ich muss mal das Auto hier rauslöschen. Zack. So, dann spawnen wir dein Auto ja, hier in der Arena. Ich bin ready jetzt hier. ich bin gespannt, was du zu meinem Dings-Auto sagen wirst, zu meinem 10-Minuten-Auto. Okay, oh los Gott, geht's, würde oh ich sagen. Oh mein Gott, Digga, ich darf halt nur nicht vorne. Ja, komm. Das Ding ist, mein Auto ist halt schön schnell. Oh ja. Nein. Ich hab mein Dach verloren. Du hast dein Dach verloren. Das sieht nicht gut aus. Egal, ich bin jetzt Cabrio-mäßig. Oh nein. Komm her, Junge. Der ist so schnell. Leute. Ja. Egal. Nein. Beide einen Reifen verloren. Beide einen Reifen verloren. Gott, ich muss irgendwie schaffen. Oh nein. Ja. Nein. Oh nein. Boom, ich hab den Auto weggeschubst, Alter. Junge. Boom, Junge. Alter, was? Ich lieg hier noch drin. Aber du hast Glück.
Das letzte Auto zählt immer zweimal. Ja, okay, okay. Also das war, die Funktion war schon krass, die kannte ich nicht, Digga. Die ist schon echt heftig. Ja, das sind diese Kolben, deswegen habe ich dir diesen Tipp gegeben. Kolben. Ja, habe ich nicht drauf geachtet. Okay, nicht aber schlecht auf jeden Fall. Aber du hast es zugehört. Ja. Aber das Ding ist, also wenn du mein 10-Minuten-Auto irgendwie zerbrechen kannst, Respekt. Also ich sag dir ehrlich, dein 10-Minuten-Auto, das wird einfach wirklich destroyed. Okay, destroyed. Zeig mal dein, jetzt bin ich gespannt. Es ist zu krass, glaub mir, es ist zu krass. Oh. Es ist eine Steigerung. Oha. Boom! Aber, boom. Ja, gut, okay, aber es ist nicht so doll, der Effekt. Ja, okay, du bist schon sehr gut geschützt. Aber wir haben auf jeden Fall dasselbe gedacht. Also das Ding ist, mein 10-Minuten-Auto. Zeig mal. Sieht so aus. Wow, Bro, was ist das denn? Ja, das ist der ultimative Aufspießer. Alter, okay, das sieht krass aus. Aber deine Reifen sind halt nicht geschützt, die sind ne? nicht geschützt, ich weiß. Also da bin ich jetzt wirklich gespannt, aber wie der Kampf aussehen wird. Aber ich hab die Reichweite, weißt du? Ich hab die Reichweite. Bro, das sieht geil aus. Und es ist schnell. Es ist halt echt... Ja, es könnte jetzt sein, dass die Kraft da siegt, weißt du? Und das fährt auch relativ... Ja, ja, ja. Das fährt relativ gut. Okay, komm in die Arena rein. Ja, okay, okay. Okay, Leute, das wird jetzt der Kampf der Giganten werden. So, ich komm jetzt. Oh mein Gott, ich bin gespannt. Also wenn das 2 zählt, ja, dann ist es unentschieden, ne? Dann ist unentschieden. Dann entscheidet, welches Auto besser aussieht. So. Okay, dann stellen wir mal ganz das Fahrzeug hier hin. So. Alles klar. Das Ding ist jetzt, du kannst, egal von welcher Seite, du musst angreifen. Ja, warte ab, Digga. Warte ab, ich sag's dir. Das Fahrzeug ist zu krass, okay? So, komm doch. Ja, Digga. Oh. Boom. Oh. Jawohl. Oha. Ich hab nur ein paar Zacken verloren. Hey. Okay. Jetzt, seitliche Zacken, ja! Wow, oh mein Gott! Auto so stark. Ich hab einen Reifen verloren! Du hast einen Reifen verloren? Aber, warte! Ich hab noch alle Reifen, Leute, das ist gut. Guck mal, er kann nicht gut lenken. Oh, ich kann jetzt nicht mehr gut lenken. Das ist sehr, sehr gut. Ah, ja! Wichtig! Ich hab wichtig. Immer noch alle Reifen! Die vordere Front ist aber weg. Oh. Und, jetzt oh mein Gott, nein! In die Enge! Nein. In die Enge! Ich fahr noch nicht. Was ist das jetzt? Jetzt bin ich umgedreht! Ja. Hä? Okay. Das zählt so, nicht! Jetzt hab ich dich. Ich bin umgedreht! Jetzt hab ich dich. Boom, Junge! Oh mein Gott! Alter, Mann! Nein, ich hab 3 verloren! Du hast 2 verloren! Ich bin auch umgedreht, ne? Ich glaube, wir müssen uns noch einmal respawnen, glaube ich. Oder die Leute in die Kommentare entscheiden, wer. Oder die entscheiden, hat. Ja. Weil also, ich muss mal, also. Dein Auto ist halt auch noch. Ja, also beide sind eigentlich ist, komplett nicht mehr fahrbereit. Ja. Bei mir ist halt mehr weg, muss man auch sagen. Das stimmt, da hast du recht. Also, ich würde sagen, die Leute in den Kommentaren entscheiden, wer gewonnen hat. Würde ich auch sagen. Leute, das soll es gewesen sein mit Traffic. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Tschüss, bitte. Das soll es gewesen sein, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Checkt unbedingt die beiden Videos aus, checkt Twitter aus, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.